Ja, Schüttelpocken! Und damit Schalamond, herzlich willkommen zurück zu Goodbye Eponia. Okay, das werde ich nie wieder tun. Versprochen. Gut, Zahnpasta. Dentosaurus, der dinostarke Zahnputzspaß. Ja, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Oh, scheinbar nicht. Zahnpasta und ein Klostein. Da war doch was. Ja, ich komm. Zahnpasta und Pfeffer. Da war doch was. Ja. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Richtig. Der Hunger treibt's rein. Und noch ein Klostein dazu. Dann gepfefferte Güte. Zahnbürste. Das heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Das ist gar nicht so dumm. Kaffee. Was nennen die Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Okay, das heißt, also nicht. Man soll sich nach... Aber niemand... Kleiner. Okay. Hey, Cletus. Hier ist ein Bagel. Ist was. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Aber echt, hä? Okay. Wenn ich diesen Bagel esse, werde ich Ihnen ostentativ den Teppich vollkrümeln. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich niemals mit Rufus anzulegen. Vielleicht gibt's ja hier einen Putzibot. Ein Putzibot! Alter Staubsaugerbeutel, schön dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Ein Putzibot! Hier hast du einen Bagel. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Okay. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Okay, liebe Programmierer, ihr habt nicht bedacht, dass, wenn man den Putzibot hinter in der Zelle anspricht, dass es eigentlich ein bisschen gedämpft klingen sollte. Moment mal, so. Das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Wie ist die denn hierher gekommen? Da ist doch nicht etwa ein Spin-off in Planung. Sauber. Was ist denn mit deinen Zähnen los? Die sind so weiß. Ich habe sie geputzt. Nein. Im Ernst? Findest du nicht, dass du mit deiner Verkleidung ein bisschen übertreibst? Okay, Diesen Dingern habe ich früher immer Toni erschreckt. Wenn man vorher Spinnennester aufsaugt, ist es besonders lustig. Oh ja. Okay, ich habe jetzt den Staub. Ich habe jetzt den Bagel des Todes. Hier ist... Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und... werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Tja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Oh, ist der Klitus doof. Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille, du hast mich vergiftet. Bravo, sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe, die ist super. Die ist echt super. Mir ist schlecht.
Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir, wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir, aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Schlau, schlau, schlau. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Das wäre echt toll gewesen. Nee, ich spreche die nicht an. So, ich bin ausgebrochen und jetzt muss ich einen Weg finden, um die Aufstiegscodes von Argus zu besorgen. Okay. Da ist Cletus oder offensichtlich Rufus oder wer auch immer. Türsensor, Deckung. Kleinen Moment. Musst du kurz niesen? So, und wir haben einen Rohrpostschacht. Oh yeah. Ich stehe auf Rohrpostschächte. Von hier oben sieht Deponia ja eigentlich ganz nett aus. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte. Das Gewehr sieht ja interessant aus. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Ja. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Das ist wirklich ein sehr großer Nachteil. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Ja. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und meine nicht durch Umsicht kompromittierte Neugierde. Ach, da kann man durchgehen. Das ist natürlich praktisch. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Irk zugelassen. Irk? Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Okay. Was haben wir in der Kiste? Oh, wie praktisch. Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-WURK. Antrag auf. Ah, medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen WURK-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen IRG-122. Ja. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf A, B, C. Antragsformular. Antrag B. Ja, okay, das hatten wir einfach jetzt. Dann hauen wir das einfach mal hier rein. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Schraubenzieher, Ersatz, Irk. Ich hätte gerne einen Schraubenzieher. Holler-5. So. Und... Ich denke mal, dass ich das wahrscheinlich... Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Als ob die nicht genauso aussehen wie ich. In den Kriechgang. Ach du... Ah. Ich bin ja jetzt hier unten. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Okay. Unter meinem Kommando.
Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Oh je. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Ja, quasi. Jetzt. Diese Scheusale. Diese Scheusale. Der Organon rückt bereits in das Hochboot ein. Ich muss mich beeilen. Ist es also das letzte Hochboot nach Elysium? Was für ein Anblick. Gut. Oh, hallo. Stein, oder? Rubus, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rubus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus' Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rückt mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini, vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Und wer fehlt? Den anderen Ruf. Ach, das ist doch Klitz. Cowboy Dodo, Smudo. Er hält sich offenbar für den coolsten. Wie kann man nur so eingebildet sein? Du musst hier nicht den Helden spielen. Die Rolle ist nämlich schon vergeben. Aber falls es dich beruhigt, der Part des sympathischen Turtles wäre wieder frei. Lass dich einfach von Janosch einweisen. Er kennt die Rolle wie aus dem FF. Du meinst aus dem WW? Ich sag der Turtle, nicht Scherzkeks. Die Witze mache nämlich auch ich. Gut. Hey, Janosch. Hallo, Rubus. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus' Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Stimmt, darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Ja, es ist eher schwierig, dich zu verstehen, Janosch. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galev meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Gab es auch Tote? Tausende Tote. Das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Ja. Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt.
Yeah. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Fritteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaschkatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Was für ein Sprachfehler? Bis später. Sei bitte vorsichtig. Ja, ruf halt natürlich einfach, wenn du genau wie ich die Untertitel hättest. Cindy, Kutis und Hottie. Was für scheiß Namen. Vor allem der hier. Die sind ja wie Gehirn gewaschen. Hintereinander bei 40, 60 und 95 Grad. Ja. Wollt ihr mal einen richtigen Helden kennenlernen? Natürlich wollen wir. Aber Cowboy Dodo ist so unnahbar. Aber Ladies, ihr kennt mich doch. Oh mein Gott, er hat mich angesprochen. Er ist so süß, wenn er redet. Gleich werde ich ohnmächtig. Oh mein Gott. Oh, eine Rohrpostleitung. Die könnte ich doch vielleicht anzapfen. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Ah, da ist eine Schraube, mit der man die Leitung für Wartungsarbeiten öffnen kann. Oh, zufälligerweise habe ich ja einen Schraubenzieher dabei. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Wenn du nicht fallen lässt. Lässt sich das schwer bieten? Ich hoffe, dann kommt bald mal was. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Bedimm. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Ja. Machen wir mal ein Antragsformular rein. Vielleicht muss ich ja gar nicht wieder hochrennen. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verschicken will, brauche ich eins. Ja. Ah, oh Gott, ey. Hey, warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ich ahne so Schlimmes. Oh Gott, und wie schlimm ich ahne. Cowboy Dodo überwältigen. Mit dem anderen Rufus. Rufus! Der Rufus steckt jetzt die Rohrpost in den Rohrpostschacht. Der Rufus. Gar nicht so schwer so zu reden. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Hey. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Yay, ein neuer Schraubenzieher. Ich glaube, ich werde mir noch ein Antragsformular ausfüllen lassen. Und schicke das ab. Soweit, so gut. Was wird... Und zwar ein Ersatz...
Hallo? Was ist denn das? Das Ohr funktioniert nicht. War ja klar. Toll. Das heißt, ich muss ein Irk nehmen, um ein Irk zu bestellen. Soweit zu was werde ich denn machen? Na gut, dann machen wir eine medizinische Dienstleistung. Hallo? Was ist denn das? Das Ohr funktioniert nicht. War ja klar. Soll ich jetzt ein Irk bestellen, wenn ich kein Irk habe, um das Irk zu nehmen, um es in dem anderen Auftragsformular Irk einzufügen? So langweilig das auch klingt. Aber mit diesem Gerät lassen sich wirklich nur Antragsformulare ausfüllen. Kann ich hier vielleicht... wir brauchen einen Türsensor dafür. Ich muss den Türsensor zumindest überlisten. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Ich könnte ja eigentlich auch die Klamotten im schlafenden Organ ausziehen, aber ich glaube, das wäre zu einfach. Wäre zu einfach. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Gehen wir wieder zurück zum roten Rufus. Ach Gott, je. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich muss noch mit dem Therapeuten sprechen. Fällt mir gerade mal so ein. Ich könnte ja das Babyfon an Rufus geben. Yay! Und die Antennengabel. Vielleicht kann ich ja damit eine Kurbel... Der Held entleert sein Inventurbel. Schockschwere Not. Es fehlt die Kurbel. Rufus, du bist ja ein gottverdammter Poet. Bitte kommen. Nichts auf dieser Frequenz funkt. Und wenn ich hier nochmal die Dingsbums anschließe. Es klingelt. Ah, das ist so entsetzlich! Der Empfang ist immer noch super. Ja, Tatsache. Besucht ist männlich. Davon habe ich zwar auch eine ganze. Vielleicht kann ich die beiden ja ein bisschen mit dem Babyfon schocken. Na los, ihr kennt das Spiel. Push! Mit diesem Plunder würde ich nicht mal eine Pappschachtel aufkriegen. Da brauche ich schon richtiges Werkzeug. Oh ja. Aber ich habe so einen Schraubenzieher. Der ist beim anderen Rufus. Ah. June und June, hier, kriegt ein Kind. Ich habe eine Idee. Ich gebe euch mein Babyfon. So können wir immer miteinander in Verbindung bleiben. Was? Nein, alles. Nur das nicht. Aber June. Ich sagte nein. Ach Menno. Die Antennengabel? Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Hoffe, da war. Okay, ich glaube, mir bleibt wohl doch nichts anderes übrig, als mit Bursus Therapeuten zu sprechen. Ja, das machen wir nächste Folge. Bin ja und tschüss.